Du leidest öfters unter Schmerzen im unteren Rücken. ISG-Blockaden und Bandscheibenvorfälle sind dir leider nicht fremd. Dann erfahre in diesem Video die Nummer 1 Ursache für deine Probleme. Einen kleinen Test, mit dem du sofort feststellen kannst, ob du von diesem Problem betroffen bist. Und das Beste, eine einzige Übung, die dein Problem wieder in den Griff bekommt. Liebe Freunde der Gesundheit, mein Name ist Ringo und ich möchte euch heute helfen, eure Rückenschmerzen endgültig in den Griff zu bekommen. Unsere Wirbelsäule, ein wahres Wunderwerk der Natur. Sie kann sich frei in alle Richtungen bewegen, wir können uns rotieren, überstrecken und beugen. Das Opfer und die Herausforderung der hohen Flexibilität ist die Stabilisierung der Wirbelsäule. Hier spielen eure Schultern und eure Hüften als Schnittstelle in euren Rumpf eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Am folgenden Erklärmodell, ich habe da mal was vorbereitet, möchte ich euch nun die Herausforderung vor allen Dingen von der Hüfte erklären, wie die mit euren Rückenschmerzen zusammenhängt. Der Mensch ist ein seitenalternierendes System. Das bedeutet, unser Schultergürtel kippt nach links und rechts und unser Becken kippt nach links und rechts. Grundsätzlich ist der Mensch baugleich. Das bedeutet, die linke und die rechte Hälfte funktioniert im besten Fall genau gleich. Wenn das nicht der Fall ist, entstehen oft die Probleme. Durch das Gehen gibt es eine Auslenkung eures Beckens nach links und rechts und daraus entsteht erstmal, ja, physikalisch gesehen Weg. Ist das Ganze symmetrisch, kommt hier eine Symmetrie in der Mitte auch bei eurer Wirbelsäule an und dem Rücken geht es dann normalerweise gut. Kippt das Becken auf einer Seite wesentlich mehr ab, zeichne mal einfach erstmal die Seite jetzt hier ein, entsteht ein größeres ROM, also mehr Beweglichkeit im System. Und die Bandscheiben werden dann auf der Seite keilförmig bei jedem Schritt, den ihr geht, immer wieder belastet. Das hält die Bandscheibe schon eine Weile aus. Aber irgendwann sagt euch vielleicht mal das System Schluss, bis hierhin und nicht weiter. Und dann gibt es eventuell einen Bandscheibenvorfall oder Schmerzen im unteren Rücken. Genauso verhält sich das zur Schnittstelle ISG-Gelenk. Das ISG-Gelenk liegt hier im Becken drin und hat hier eine korrespondierende Fläche zwischen dem ISG oder besser gesagt dem Sakralgelenk und dem Becken. Und da entscheidet sich, wenn das frei läuft und übereinander gleiten kann, gibt es keine Rückenprobleme oder keine ISG-Blockaden in dem Bereich und keine Schmerzen. Und sobald sich das blockiert, haben wir ein Problem. Und aus dem ganzen System heraus entsteht dann einfach Überlastung und eure Schmerzen entstehen ja nicht in der Bandscheibe oder gelenkstechnisch, sondern die Muskulatur und das Fasziengewebe verspannt sich dann, es geht zu, und dann habt ihr im Prinzip die Schmerzen. Aber was können wir denn jetzt dagegen tun, damit es gar nicht passiert? Und das zeige ich euch jetzt im zweiten Teil. Mit folgendem Test könnt ihr nun ganz einfach feststellen, ob eure beiden Hüften symmetrisch sind oder ob vielleicht eine Seite asymmetrisch ist, und einfach Stabilität fehlt. Dazu stellt ihr euch auf ein Bein. Und ich zeige es jetzt mal erstmal links, wie es sein sollte. Ihr beugt und streckt das Knie und das Knie sollte möglichst in einer Linie laufen. Also es geht leicht nach innen, das ist normal. Jetzt zeige ich es mal auf der anderen Seite. Und wie es im Modell war, da war es das rechte Seite. Das Bein beginnt vielleicht schon so ein bisschen zu flackern und kippt dann so nach drin, also zur Innenseite, das nennt man Valkussierung, also das kippt nach innen im Prinzip ab. Aber was passiert da eigentlich? Wenn das Knie nach innen kippt, hat es nichts mit eurem Knie zu tun, sondern die Hüfte, der Hüftkopf, dreht einfach hier oben so ein bisschen aus der Pfanne raus. Und dann ist das Gangbild, vielleicht wie so ein bisschen so ein Bremsplatten zu sehen. Die Hüfte kippt hier raus. Die Hüfte macht es lange mit, aber genau in dem Bereich gibt es dann immer wieder eine Irritation und das ganze System verspannt sich und ringt nach Stabilität. Was können wir jetzt aber tun, damit es nicht mehr passiert? Ihr seid vielleicht schon drauf gekommen, wir müssen die Hüfte kräftigen. Und dazu ist das ideale Tool, wer hätte es gedacht, ein Miniband. Und ich zeige nochmal die Übung, vor allen Dingen in einer besonderen Ausführung, wie sie vielleicht viele noch nicht kennen. Ihr legt das Band
im vorderen Bereich, also von bei den Zehen um die Füße und geht dann auf Zug und schaut, dass die Füße wirklich parallel nach vorn zeigen. Das ist ganz wichtig, sonst braucht ihr bei der Übung fast nichts zu beachten. Aber Füße bleiben parallel, die Hände sind im Becken und den Bauch jetzt gut anspannen, dass wenn wir gehen, nicht ihr so hin und her kippt, sondern wir bleiben stabil. Und dann geht ihr einfach in kleinen Schritten nach links und rechts. Wie gesagt, hier stabil bleiben, Füße bleiben parallel. Und das dürft ihr ruhig so lange machen, bis es hier in dem Bereich ja richtig anfängt zu brennen. Da geht nichts kaputt dabei. Und daraus resultiert ja einfach eine Aktivierung eurer Muskulatur, die das Becken stabilisiert. Und das ist die absolute Nummer 1 Übung, um euer Becken zu zentrieren. Als Bonusübung und als weitere Übung könnt ihr dann gerne noch das Band nach oben nehmen, um die Knie. Und ihr geht in die Kniebeuge und guckt auch hier, dass ihr den Oberkörper schön aufrecht lasst, also nicht zu weit nach vorn klappen. Könnt euch sonst sogar an der Wand anlehnen, den Bauch anspannen und dann einfach kleine Bewegungen nach außen. So entsteht nochmal noch mehr Anspruch auf den Oberschenkel und das ganze System wird trainiert. Ja, und damit ist euer Workout auch schon vorbei. Das Wichtigste ist natürlich nun, ihr müsst es tun. Ihr müsst es täglich tun. Mindestens, ja, würde ich empfehlen, 4 bis 5 Mal die Woche, damit es wirklich funktioniert und auch bis die Muskulatur ja ermüdet ist, also so 2 bis 3 Runden. Ich hoffe, die Übungen können euch helfen. Ja, dann liked uns wie immer oder abonniert unseren Kanal. Von mir noch einen letzten Tipp. Wir blenden hier noch einen Film ein, ja, der nochmal globaler das Thema Rückenschmerzen behandelt mit mehr Übungen, wo ihr einfach nochmal Übungen habt, ja, für euer Becken und für euren unteren Rücken. Ja, und dann heißt es einfach fleißig üben. Bis zum nächsten Mal, euer Ringo.